Tag, Ed. Guten Tag, Scotty. Ist noch so frisch draußen? Ja, ich bin fast ein Eiszapfen. Bei 30 Grad unter Null ist das kein Wunder. Nein, noch nicht. McPherson. Ja. Ned Scott, Captain Henry. Scott ist heute erst angekommen. Ja. Setzen Sie sich zu uns? Ja, ich möchte erst meine Finger zählen, ob keiner fehlt. Scott ist mehr für warmes Wetter, wie in Uganda. Da waren wir mal. Wir hatten 40 Grad im Schatten und die Frauen trugen nichts als Ohrringe und das war ihnen noch zu warm. Scott lag in der Hängematte und zwei Frauen fächelten ihm Kühlung zu. Wissen Sie noch, Scott? Ja, selbstverständlich. Ja, ja, das waren noch Zeiten. Ich eröffne. Ich gehe mit. Ich auch. Was treibt Sie denn hierher? Ich möchte was erleben. Scott ist nämlich Reporter. Wie viel? 3. Und du? Ich bin bedient. So, du willst uns rausbluffen? Schiebe. $1. Na, wer macht mit? Ich passe. Ne? 2-9. 3 Asse. So leicht lässt sich unser Captain nicht bluffen, außer von den Frauen. Leutnant Deitz, ich muss doch... Entschuldigen Sie, Captain. Und was erzählt unser General? Euer General Fogarty hütet seine Geheimnisse wie eine junge Braut. Ich kenne einen, der lässt sich sehr gern interviewen. Der Chef unserer Radar ab, der General McLaren, der ist furchtbar eitel. Sagen Sie, General Fogarty, Sie möchten gern nach Seattle? Wir drei hier fliegen Sie dann hin. Ich kenne McLaren bereits von früher. Ist schön warm in Seattle. Und da gibt es Mädchen? Ohne Filzpantinen an. Was meinen Sie, Captain? Schon möglich. Du siehst, wie schwer es ist, unseren Captain nach Süden zu bringen. Er ist nun mal vernarrt in den Nordpol. Nun ist aber gut, was ist denn los am Nordpol? Seit Wochen ist eine Anzahl Wissenschaftler da oben. Die wollen da wohl Wintersport treiben. Kennen Sie einen Dr. Carrington? War der nicht mit in Bikini? Ja, stimmt. Ja. Das Lager liegt ungefähr 3000 Meilen nördlich von hier. Ein ganzer Verein. Botaniker, Techniker, Physiker. Noch ein nettes Mädel. Sehr interessanter Typ. Reizend. Captain Henry kann Ihnen Näheres von ihr berichten. Wir hatten doch verabredet, also, dass wir die Geschichte mit dem Zettel nicht. Jetzt ist genug. Schließlich. Hoffentlich bekomme ich mal einen Funker und einen zweiten Piloten, die etwas trockener hinter den Ohren sind. Aber Captain. Und wenn mir das nochmal. Bitte sich sofort bei General Fogarty zu melden. Jetzt in der Nacht ruft der General seine Leute zusammen. Ist hier wie in alten Zeiten. Spielen Sie für mich weiter. Ja, gern. Hey, Captain, wenn es was Interessantes gibt, dann nehmen Sie mich bitte mit. Gut. Ich könnte einen guten Stoff gebrauchen. Herein. Tür zu. Sofort, Herr General. Guten Abend, meine Herren. Guten Abend, Sie sind ja ziemlich schnell hier. Nach Clubs sind wir hier leider nicht. Da kam eben ein seltsamer Funkspruch von den komischen Professoren am Nordpol, von Dr. Carrington persönlich. Wahrscheinlich Flugzeug ungewöhnlichen Typs in der Nähe abgestürzt. Bitte schickt sofort Spezialkommando zur Untersuchung. Na, was versprechen Sie sich davon? Außer der netten Sekretärin? Keine Ahnung, wird denn ein Flugzeug vermisst? Nein, auch kein kanadisches. Aber die Russen, die sind doch über dem Pol, wie die fliegen. Untersuchen Sie die Sache, Henry. Ja. Nehmen Sie ein Hundegespann mit und alles Notwendige für die Rettung. Ja. Herein. Tür zu! Meinen Sie, dass uns das Materialamt eine Drehtür bewilligen würde? Schon möglich. Neulich kam ja auch eine Sendung Tropenhelme. Die Wettermeldung. Gut, danke. Sagen Sie dem Funker, wenn weitere Nachrichten von Dr. Carrington eintreffen, soll er sie gleich herschicken. Und wenn es mitten in der Nacht ist. Jawohl. So, hier ist das Wetter. Es wird wieder schlechter. Aber zum Lager hin und zurück schaffen Sie es wahrscheinlich. General, da ist noch dieser Reporter, Ned Scott. Ja, was ist mit dem? Er will uns begleiten. Ja, ja, den können Sie von mir aus mitnehmen. Aber legen Sie ihn gut auf Eis und bringen Sie ihn ja nicht wieder mit. Und geben Sie acht, dass Sie nicht wieder eine Bruchlandung machen, wie neulich. Das war unvermeidlich, Herr General. Na schön. Ich erwarte Sie spätestens morgen Abend zurück. Ja, Sir. Und die Tür mache ich zu. Und melden Sie mir, was Sie gefunden haben. Mir sagt man ja nie was. Wollen Sie Kaffee? Ja, danke. Sehr heiß. Herr Scott? Kaffee. Sind wir da? Noch nicht, aber da vorne gibt's Kaffee. Ach so. Herr Leutnant, es gibt Kaffee. Danke, Fräulein. Kaffee? Ja. Wie weit ist es noch, Captain? 4 Stunden, wir verlieren Zeit. Kleiner Gegenwind. Kleiner Gegenwind? Windstärke 8-9. Unser Captain hat komische Ansichten vom Nordpol. Er hält ihn für einen Rasenplatz, zum Spielen für Kinder. Lass doch eure Scherze. Du weißt ja, als Piri seinerzeit den Nordpol erreicht hatte, bekam er dafür einen Sack voll Medaillen. Hallo, Pat. Und wir fliegen alle 14 Tage hin, für gar nichts. Herr Scott, Sie müssen diese Burschen nicht. Moment mal. Hallo, Flugzeug VXV, VXV, hier Polarexpedition 6. Können Sie mich verstehen? Verstehe, ausgezeichnet. Senden Sie. Wie ist Ihre Position? 4 Stunden entfernt. Captain, fliegen Sie nach dem Radiokompass und kontrollieren Sie die Magnetnadel. Na nun, warum denn? Wir haben schwere Magnetstörungen und starke Abweichungen festgestellt. Woran liegt das? Keine Ahnung, es ist seit gestern Nacht so. Fast 7 Grad Differenz, Pat. Wir sind ziemlich weit abgewichen. Dann haltet euch lieber an mich, ich lasse das Radio laufen. Oder soll ich euch was vorsingen? Dann schon lieber das Radio. Habe ich mir gedacht. Thank you.
Guten Tag, Doktor. Tag, Professor. Guten Tag. Noch dieselbe Partie? Guten Tag, Frau Shepard. Ah, guten Tag, Herr. Da sind wir wieder mal, Professor. Sie sind gerade fertig. Sie können gleich mit essen. Das hier ist für Sie, Doktor. Guten Tag, Bill. Haben Sie mir die Haarnadeln mitgebracht? Sind wir hier wirklich am Nordpol? Erinnert mich eigentlich mehr an die Hütte des seligen Onkel Chapman. Guten Tag, Pat. Tag, Doktor. Guten Tag. Wie geht's? Herr Chapman, Herr Scott. Sehr erfreut. Scott ist von der Presse. Sie kommen im richtigen Moment, Herr Scott. Ich war gerade angekommen, als Ihr Funkspruch eintraf. Hoffentlich gibt es was Neues. Nur, was Sie vermutlich schon wissen. Sieht man noch nicht klar? Nein, und wir sind ganz verschiedener Meinung darüber, was es gewesen sein kann. Wir kommen zu keinem Resultat. Du hast Dr. Carrington. Im Laboratorium. Entschuldigung. Sagen Sie, Doktor, war das nun ein Flugzeug? Guten Tag, Lee. Kaffee, Captain. Danke, etwas später. Der Captain hat's eilig. Wo wollt ihr beide denn hin? Dich unterstützen. Wir wollen ihr sagen, sie soll dich nicht wieder so blamieren. Wenn du es aber nicht gern siehst, dann lass es. Mit euch werde ich später abrechnen. Er will es nicht. Herein. Hallo, Pat. Auch mal wieder in unserem Eispalast? Hm. Na, Pat? Wie war der Flug? Sehr gut. Wie gewöhnlich. Ist ja erfreulich. Ach ja, Dr. Carrington wartet schon auf Sie. Ach, der kann warten. Erst muss ich mit Ihnen reden. Worüber? Das war ein schlechter Scherz, den Sie sich da mit mir erlaubt haben. Also, Pat, nur nicht die Ruhe. Warum haben Sie das getan? Warum? Sie konnten nicht mehr auf den Beinen stehen. Aber deshalb brauchten Sie mir doch nicht einen Zettel anzustecken mit der Aufschrift Achtung, Blau. Es tut mir leid, Pat. Sechs Leute haben es gelesen, bevor ich aufgewacht bin. Und jetzt lacht alles über mich. Nicht so laut, Pat. Man hört es. Das weiß sowieso schon jeder. Nächstens wird man es noch in die Presse bringen. Oh, Pat, ich hätte nicht gedacht, dass Sie so reizbar sind. Ich könnte Ihnen. Also, Pat, ich muss Sie bitten. Keine Schlägerei. Augenblick mal. Wir verstanden uns doch sehr gut, als Sie hier waren, nicht wahr? Aber als Sie mich dann eingeladen haben, im Stützpunkt mit Ihnen zu essen... Haben Sie tatsächlich die vielen Whiskys getrunken? Mhm. Sie haben sie nicht weggeschüttet? Mhm. Wirklich nicht? Nein. Donnerwetter. Und ich dachte, ich vertrage allerhand. Aber noch etwas, wo sind Sie geblieben? Als ich aufwachte, waren Sie nicht mehr da. Aber ich sagte Ihnen doch, dass ich früh zurückfliegen müsste. Wem, mir? Wissen Sie das nicht mehr? Nein. Es war nach dem Essen. Sie schwärmten so von einer Mainnacht, die Sie mit einer gewissen... Das habe ich erzählt? Mhm. Oh. Was habe ich denn noch getan? Wissen Sie... Ich hatte zeitweise den Eindruck, Sie wären ein Polyp. Ich habe um mich herum noch nie so viel Arme gesehen. Ach, reden wir nicht mehr davon. Zu meiner Entschuldigung kann ich nur sagen, Sie gefielen mir. Ich habe es leider falsch angefangen. Man müsste ganz neu beginnen. So und wie? Nun, das wird sich finden. Da bin ich gespannt. Aber jetzt haben wir keine Zeit mehr dafür. Dr. Carrington erwartet Sie dringend. Und wann wollen wir von neuem beginnen? Darüber reden wir noch. Guten Tag, Captain. Tag, Professor. Dr. Carrington, Captain Henry ist da. Guten Tag, Doktor. Guten Tag, Captain. Einen Augenblick. Fräulein Nicholson, nehmen Sie folgende Notiz auf. Bitte? 2. November, 11:07 Uhr. Abweichung der Kompassnadel weiterhin 12 Grad 20 Minuten Ost. Kein Schwanken oder Nachlassen in der Störung der Atmosphäre. Das genügt. Nun, Captain, können wir starten? Und wohin soll der Flug gehen, Doktor? Fast 50 Meilen östlich von hier. Was war das für ein Flugzeug, das da abgestürzt sein soll? Ich weiß es nicht, Captain. Können Sie mir nicht etwas genauer erklären? Es tut mir leid. Fräulein Nicholson, lesen Sie bitte dem Captain meine erste Notiz vor. Gerne. Ich bedauere die Ungenauigkeit meiner Angaben, denn Ungenauigkeit ist mir verhasst. Am 1. November. Also gestern. 6.15 Uhr nachmittags. Horchgeräte und Seismographen registrieren Explosion im Osten. 6.16 Uhr verzeichnet die Kompassnadel Abweichung von 12 Grad und 20 Minuten Ost. Diese Abweichung ist seitdem konstant. Wir haben sie beim Flug festgestellt. Eine Abweichung von diesem Ausmaß kann nur durch eine Kraft bewirkt werden, die einer Masse von 20.000 Tonnen Stahl oder Eisen entspricht. 20.000 Tonnen? Und die in einem Umkreis von etwa 50 Meilen auftritt. Ich bin ja kein Fachmann, aber es klingt, als wäre ein Meteor niedergegangen. Sie haben recht, aber es war keins. Wir wollen es dem Captain zeigen. Ja, Doktor. Wir haben hier besondere Teleobjektivkameras. Beim Auftreten von Radioaktivität löst ein Geigerzähler den Kontakt aus und die Kamera arbeitet. So war es gestern Abend. Hier ist das Resultat. Das erste Bild wurde 3 Minuten vor der Explosion aufgenommen. Um 6.12 Uhr. Sie sehen hier einen hellen Punkt unten in der Ecke. Hm. Auf dem nächsten Bild, 1 Minute später... jagt der Punkt von Westen nach Osten. Und zwar so schnell, dass man einen Streifen sieht. Wie lange ist das belichtet? 1/1000 Sekunde. Die Fluggeschwindigkeit war enorm. Hier um 6.14 Uhr steigt der Punkt aufwärts. 6.15 Uhr stürzt er dann ab und verschwindet. Ein Meteor kann sich allenfalls horizontal bewegen, aber niemals aufwärts. Dann war es kein Meteor. Nein, keinesfalls. Wie haben Sie die Entfernung bis zum Aufschlagspunkt festgestellt? Sehr einfach. Dr. Carrington? Erklären Sie es. Das war kein Problem. Ja. Wir hatten die Zeit des Eintreffens der Schallwellen im Horchgerät und auch die Ankunftszeit der Aufschlagswellen im Seismographen. Bei Auswertung dieser Zeitdifferenz ergab sich der Punkt des Aufschlags. Er liegt 48 Meilen von hier. Ich will es mal glauben, weil Sie es so nett vortragen. Aber Doktor, 20.000 Tonnen, ist das nicht reichlich übertrieben für ein Flugzeug? Nur für die Art Flugzeuge, die wir kennen, Captain. Na, fliegen wir mal hin. Ja, das denke ich auch. Kontrollieren Sie es jede Viertelstunde. Ja, soll ich mitfliegen, Doktor? Das ist nicht notwendig, Frau Nicholson. Kommen Sie mit, Bill? Ja, Doktor. Wir müssen bald an der Stelle sein, Pat. Bob, hol Carrington nach vorn. Dr. Carrington! Jetzt sind es fast 50 Meilen, Doktor. Mit der Kompassabweichung hatten Sie genau Ost, Captain.
Der Berg da drüben ist haarscharf Ost. Die Windrichtung ist noch immer dieselbe. Gut, Captain. Wir sind nah dran, Pat. 10, 9, 8, 7, 6. Wir haben Anzeige im Geigerzähler, Captain. 4, 3, 2, 1. Da. Pat, der Kompass dreht sich im Kreise. Der Geigerzähler schlägt voll aus. Siehst du einen Platz zum Landen? Kurz vorher war ein Platz. Also gut. Bob. Ja, Captain? Sag Bescheid, es gibt vielleicht Aufschlag. Ja. Schneiden Sie die Sitzriemen um, wir landen jetzt. Setzen Sie sich und halten Sie sich fest. Fertig zur Landung. Klappen auf. Aufsetzen. Aufsetzen. Klappen offen. Donnerwetter. Das sieht ja sonderbar aus. Lassen Sie mich knipsen, bevor wir den Platz betreten. Der Geigerzähler geht wie Rasen. Die Oberfläche ist durch irgendwas geschmolzen und nun bildet sich oben klares Eis. Die Flaschenform hat sich dadurch gebildet, dass das abstürzende Flugzeug dort hinten am Flaschenhals zuerst die Erde berührte. Zu uns herglitt und dann die Rundung formte, als es im Eis versank. Also Sie meinen, es hat sich durch die Hitze seiner Maschinen sozusagen ins Eis eingeschmolzen. Was kann so viel Eis zum Schmelzen bringen? Gehen wir es uns ansehen. Hier, Barnes. Bringt die Hunde rüber auf die Seite. Dr. Chapman, kann denn ein Flugzeug so viel Eis schmelzen? Unsere Düsenjäger erzeugen genügend Wärme, um einen ganzen Wolkenkratzer zu heizen. Das ist ein Flugzeugteil. Sieht aus wie ein Stück vom Leitwerk. Das kann ein Blinder sehen. Vorher ist, was kann das für Metall sein? Ich müsste es untersuchen. Barnes, bring mal Werkzeug her. Das hat ja eine ganz ungewöhnliche Färbung. Hey, hier ist es ziemlich tief eingedrungen. Man sieht nichts als eine dunkle Masse. Hier liegt es noch tiefer. Captain. Verteilen wir uns mal an den Umrissen des Flugzeugs, dann erkennen wir Größe und Form. Gut. Verteilt euch mal an den Umrissen dieses Dings, damit wir seine Form erkennen. Hier ist Werkzeug. Holy cat. Hey. Das Ding ist ja völlig... Ja. Man sieht es ganz deutlich. Tatsächlich. Es ist rund. Dann wäre es also eine sogenannte... Ja, eine fliegende Untertasse. Kann jemand an seiner Stelle durch das Eis etwas sehen? Nur einen Umriss. Nichts als ein dunkles Gebilde. Es scheint völlig glatt zu sein, ohne Türen und Fenster. Man sieht auch keinen Motor. Es hat auch wahrscheinlich keinen Motor in unserem Sinne. Dr. Carrington! Ich kenne dieses Metall nicht. Vermutlich ist es eine neue Legierung. Fallen Sie etwas ab zur Untersuchung. Gut. Captain, wir können die Eisdecke unmöglich mit Äxten aufschlagen. Das dachte ich mir auch schon. Wir werden sie aufschmelzen, und zwar mit Thermitbomben. Sehr gut. Doktor, woher ist das Ding wohl gekommen? Das weiß ich nicht, Herr Scott. Von unserem Planeten? Ich glaube nicht. Sie meinen also, dass es... Die Antwort auf Ihre Frage werde ich Ihnen vielleicht dann geben können, wenn wir das Innere gesehen haben. Und die Mannschaft, wenn eine da ist. Eine Mannschaft? Meinen Sie wirklich? Das muss ich sofort durchgeben. Hey, Barnes! Hören Sie, Scott, keine Privatmeldungen. Was heißt privat? Ich melde es der ganzen Welt. Das ist eine militärische Information und wir müssen warten, bis wir die Erlaubnis erhalten. Ich weiß ja, Captain, Sie müssen sich nach Ihren Dienstvorschriften richten. Aber dies wäre ein Verstoß gegen die Pressefreiheit, darum sende ich den Bericht ab. Aber nicht über unseren Sender. Wohin kommen die Bomben? Eine kommt an die Schweinsflosse, die andere da drüben hin, falls wir sie noch brauchen. Pat, das ist die tollste Reportage seit der Schlacht im Teutoburger Wald. Das kann man nicht verschweigen. Darauf wartet die Welt. Ich arbeite nicht für die Welt, Scott, sondern für die Luftwaffe. Sie müssen es mir gestatten. Nein, Scott, ausgeschlossen. Das ist ja, um aus der Haut zu fahren. Hier ist der Auslöser. Setz dich doch mal schnell mit dem Lager in Verbindung. Tex soll vorgärtig melden, dass wir eine völlig intakte fliegende Untertasse im Eis entdeckt haben und dass wir versuchen, sie herauszuholen. Und was ist mit und mir? Frag, ob Scott darüber berichten kann. Ja, Captain. Das ist alles, was ich tun kann. Ja, ich verstehe. Sie entwickeln sich langsam zu einem zweiten Fogarty. Wo soll die Bombe hochgehen? Da drüben. Hast du die Wolkenwand da gesehen? Es gibt einen Schneesturm. Wir müssen uns beeilen. Ja, wir haben nur eine knappe Stunde Zeit. Wo willst du sie anbringen? Auf der Oberfläche. Sagen Sie Stone Bescheid, Captain. Gut. Sagen Sie, Sergeant, wie wirkt das Thermit denn nun? Es hält sich an die Dienstvorschrift 140a zur Beseitigung von Eis. Stecken Sie den Draht fest rein, Leutnant. Es taut das Eis auf. Und wie lange dauert das? Es legt das Ding in 30 Sekunden frei. So. Alles in Ordnung hier. Ich komme gleich. Alles runter vom Feld, geht rüber zum Hundeschlitten. Hier wird es in einer Minute ziemlich heiß werden. Hier, macht den Draht fest. Erst nur die eine Bombe, im Notfall die zweite. In 2 Minuten besitzen wir vielleicht den Schlüssel zu den Sternen. Ein Weltzeitalter wartet auf uns da unten im Eis. Sag, wenn's losgeht, ich mache eine Aufnahme. Alles fertig? Fertig. Lass los, Bob.
So, alles klar. Augenblick, mal bleib hier. Es brennt unter Eis. Was ist denn passiert? Es brennt ja aus. Deckung! Na sowas. Ist jemand verletzt? Nein. Die Maschine ist explodiert. Sagen Sie, was zeigt jetzt der Geigerzähler? Schwache Anzeige. So, das ist nur die Nachwirkung. Es ist zerstört. Erkenntnisse, die ein neues Weltbild geschaffen hätten, sind dahin. Da habt ihr es. Dienstvorschrift 140a. Ha. Das hätte ich nicht erwartet. Das glaube ich. Die größte Entdeckung der Menschheit ist geplatzt. Anstelle eines neuen Zeitalters bleibt es beim alten Schimmel. Captain, ich habe hier was entdeckt. Vielleicht ist noch etwas zu retten. Augenblick, der Geigerzähler reagiert. Lass mich ablesen. Er schlägt mehr aus. Noch stärker. Von hier muss es kommen. Was ist da? Es sieht fast aus wie ein Mensch. Es hat Arme und Beine. Ich kann es genau sehen. Ja, er muss über 2 Meter groß sein. Sicher ein Mann der Besatzung. Er muss beim Aufprall herausgeschleudert und eingefroren sein. Ha, ein Besucher vom Mars. Aber wie wollen Sie ihn herausbringen, Captain? Mit Termit natürlich. Halt den Mund, Scott. Ich meine nur... Schnell, wir haben keine Zeit. Hier sind Äxte. Wir hacken den ganzen Eisblock heraus und bringen ihn auf den Schlitten in die Maschine. Ja, das wird gehen. Aber mach schnell. Also dann los. Bob, du räumst den Schlitten ab und bringst ihn her. Eddie, lass schon die Motoren warm laufen. Wir wollen so schnell wie möglich starten, verstanden? Seid ihr sicher, dass wir das alles nicht nur geträumt haben? Was meinst du? Hört mal, was hier steht. Verteidigungsministerium, Büro für öffentliche Informationen, Washington, den 28. Dezember 1949. Verordnung 6203-34, Ergänzung 7619, Auszug 57.243. Die Luftwaffe stellt alle Nachforschungen nach sogenannten fliegenden Untertassen ein, weil Beweise für ihre Existenz nicht vorhanden sind. Jetzt werden Sie General, denn Sie haben den Gegenbeweis in die Luft gesprengt. Die Luftwaffe stellt hierzu fest, dass alle Berichte über nicht identifizierte fliegende Objekte nur das Resultat sind von erstens falscher Beurteilung von verschiedenen uns bekannten Aeroplanen. Das Ding im Eis war mir nicht sehr bekannt. Zweitens einer gewissen Form von Massenhysterie. Die bricht aus, wenn General Fogarty sich hinstellt und dem Mann im Eis die Hand schüttelt. Und was ist drittens? Das Resultat eines Ulks. Wie war gleich noch die Nummer dieser Verordnung? 6203-34, Ergänzung 7619, Auszug 57.243. So. Ach, die war's. Strecke los. Vorsicht. Aufpassen. Nehmt eure Füße weg. Langsam. Vorsicht. Lasst ihn runtergleiten. Aber langsam. Vorsicht. Langsam. Festhalten. Jetzt weiter. Immer langsam. Mehr nachgeben. Noch weiter. Noch ein Stück. Vorsicht, nicht so schnell. So, das genügt. Man sieht ihn nicht gut durchs Eis. Sei doch froh. Er ist sicher nicht so schön wie Schneewittchen. Also was tun wir jetzt? Küssen wir ihn wach? Das Eis schmilzt ja drin sowieso. Kann man die Temperatur hier regulieren? Nein, Captain, das ist der Lagerraum. Die Temperatur ist hier immer gleich. Wir brauchen das Eis nicht schmelzen zu lassen. Wir können es abhauen. Es tut mir leid, aber wir werden es weder schmelzen noch abhauen. Eddie, öffne mal das Fenster. Sie werden uns doch nicht hindern wollen, ihn zu untersuchen. Das muss ich leider. Aber das ist doch absurd. Wir sind Gelehrte. Und Dr. Carrington ist der Leiter hier. Pat, das Fenster lässt sich nicht öffnen. Es ist doch meine Pflicht als Wissenschaftler, dass ich den Fall untersuche. Davon bin ich überzeugt, aber ich kann es nicht gestatten. Von Ihnen brauchen wir keine Schlag Lauf. Das Fenster ein, Eddie. Ja. Sehen Sie, wir haben hier einen Körper aus dem Eis gerettet. Ich gebe zu, ich verstehe davon nichts. Aber bevor ich keine Instruktion von meiner vorgesetzten Dienststelle habe, warte ich das Weitere ab. Captain, Sie haben kein Recht dazu. Wenn Sie weiter darüber reden wollen, kommen Sie mit in den Korridor. Es wird jetzt etwas kalt hier. Ja, das ist ein vernünftiger Vorschlag, Captain. Kommen Sie. Mac? Ja? Du bleibst hier. In 4 Stunden kommt Ablösung. Du lässt hier niemand dran, verstanden? Jawohl. Hast du es warm genug? Wenn ich friere, hört er mich schon schreien. Bob, bringt dir dein Essen. Und möglichst auch was zum Lesen. Eine nette Gruselgeschichte. Unsere Schmöker sind zu harmlos für Sie.
Nun, meine Herren? Also, Captain Henry. Entschuldigen Sie, Doktor, darf ich? Bitte. Captain Henry, ich muss Sie ausdrücklich darauf aufmerksam machen, dass es gewisse Organismen gibt, die im Eis noch weiterleben können. Ja. Aber natürlich nicht unbegrenzt. Also müsste man doch schnell. Davon verstehe ich nicht. Auf der anderen Seite kann ein solcher Organismus sehr gefährlich sein. Er enthält womöglich Krankheitskeime aus einer anderen Welt. Keime, die wir gar nicht bekämpfen können. Na, ich bin nicht Ihrer Ansicht, Dr. Chapman. Nein, ich auch nicht. Wir wissen außerdem auch nicht, was bei Einwirkung der irdischen Atmosphäre von diesem Organismus übrig bleibt. Sie glauben, er wird genauso verbrennen wie die Untertasse? Ach, Unsinn. Sehr weit hergeholt. Ja, wieder Mann von Mars. So kommen wir doch nicht weiter. Man muss sich einigen. Ich schlage vor, dass Captain Henry sich sofort mit dem General in Verbindung setzt. Ich werde wahnsinnig. Das hätte man doch gleich tun können. Ich bin überrascht, Captain, dass Sie nicht von unterwegs versucht haben, den General zu erreichen. Haben wir. Barnes? Ich habe mich mit Ihrem Funker in Verbindung gesetzt, aber er konnte nicht durchkommen. Es waren zu viele Störungen. Tatsächlich? Entschuldigen Sie, Captain. Schon gut, Doktor. Guten Tag, Captain. Guten Tag, Dick. Eine schöne Suppe haben Sie uns da eingebrockt. Ich habe es eilig. Ist meine erste Meldung durch? Die erste, ja. Haben Sie Antwort? Ja, seit einer Stunde. Können Sie es lesen? Lesen Sie. Fogarty an Henry. Verhindert Reporterbericht bis zu erfolgter Genehmigung des Hauptquartiers. Da hören Sie, Scott. Jetzt bringt jemand anderes die Schlagzeile. Sofort das Flugzeug vom Eis befreien. Wendet Thermitbomben zum schnelleren Schmelzen an. Ja, das ist das, was wir an der Armee so lieben. Nur immer klug von oben bis unten. Und unser Captain ist die Verantwortung für das Thermit jetzt los. Schon gut. Lesen Sie weiter. Errichtet vorläufiges Gerüst zum Schutze der Maschine bis zu meinem Eintreffen. Dann ist eben noch ein Funkspruch angekommen, der ist aber verstümmelt. Na und? Dauerhaft bauen kann nicht kommen. Erwarte dringend, sofort, erwarte ferner. Das ist echt Fogarty. Dann hört der Funkspruch plötzlich auf. Und das ist alles? Bisher ja. Ständige Störungen in der Atmosphäre, einfach nichts mehr zu hören. Und meine zweite Anfrage? Ich weiß nicht, ob sie durchgegangen ist. Wohl kaum. Dann müssen wir eben eine Postkarte schreiben. Also, Doktor? Da nun eine neue Situation eingetreten ist. Es ist doch genau die gleiche. Es wäre unverantwortlich, die Untersuchung noch länger hinauszuschieben. Meine Herren. Wir warten. Tex, ich lasse Ihnen Barnes hier, der kann Ihnen behilflich sein. Gut, Captain. Gib dir Mühe, Barnes. Schaff uns Verbindung mit dem General. Ja. Sag ihm, dass die abgestürzte Maschine nach Verwendung von Thermitbomben verbrannt ist und ein Mann der Besatzung geworden. Ein Mann vom Mars? Wo ist der? Im Eisschrank, mein Junge. Sag ihm, wir haben den Körper in einem Eisblock hier und Dr. Carrington bittet um Erlaubnis, ihn zu Forschungszwecken daraus zu befreien. Wir warten auf Instruktionen, bevor wir es gestatten. Ja. Wollen Sie etwas hinzufügen? Ja, und zwar den wichtigsten Punkt. Dass dieses Phänomen für die Forschung von eminenter Bedeutung ist. Ja, richtig. Sag ihm das. Gut. Danke, Captain. Das genügt. Also, Tex, wenn Sie eine Antwort erhalten, verständigen Sie mich sofort. Ja, Doktor. Ich kann mir denken, was der Doktor von Ihnen denkt. Sicher nur das Beste. Sicher nur das Beste. Halt dich an, Tex. Barnes, wenn er durchkommt, frag den General doch noch einmal wegen der Reportage. Ja. Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen, Captain. Kommen Sie mit Essen? Ich gehe mit Ihnen, Eddie. Euch schicke ich das Essen her. Danke. Captain, ich werde rausgehen, die Maschine gut verteuen und unsere Sachen reinholen. Der Sturm dauert vielleicht ein paar Wochen. Nimm dir ein paar Eskimos zur Hilfe. Die sind abgehauen, als sie den Eismann sahen. Die Kadetten können wir abschreiben. Ich dachte, Herr Scott und der Leutnant könnten mir helfen. Ich bin doch Gast hier. Und ich Offizier. Sie können mir ja kommandieren, wenn Sie das Tau in der halten. Das ist ja sehr verlockend. Siehst du, Pat? Habe ich mir gedacht, dass wir Kummer kriegen. Ich auch. Diese Genies sind im Stand und überfahren dich noch. Sind wie Kinder, die mit ihrer neuen Eisenbahn spielen. Professor Voorhees wird gebeten, ins Laboratorium zu kommen. Sie tagen wieder. Hm. Schöne Bescherung. Weißt du, woran mich das erinnert? Damals auf der Bulan-Insel bei der 111. Bomberstaffel. Da kam eines Tages eine Krankenschwester und richtete denselben Wirbel an wie der Knirsch vom Mars bei uns heute Nachmittag. Und was wurde daraus? Eine Kriegstrauung. Gibt's was Neues? Was Neues? Wollen Sie noch mehr Neues? Die tollsten Artikel könnte ich bringen, aber er lässt mich ja keine drei Worte durchgeben. Wenn Sie sich noch so peinlich rasieren, mir gefallen Sie doch nicht. Ihretwegen tut das auch nicht. Eddie. Der Captain meldet den Fall General Fogarty. Fogarty meldet ihn nach Washington. Und wen wird Truman fragen? Frau Truman. Ich muss in eine zivilisierte Umgebung zurück. Und womit? Keine Ahnung. Ein paar Schubkarren, Hundeschlitten, Kinderwagen oder Roller. Na, Barnes, endlich eine Nachricht vom General? Mehrere, aber nicht für Sie. So. Der Alte ist anscheinend verrückt geworden. Entschuldigen Sie, ich wollte bloß sagen. Reden Sie schon. Er brüllte, dass uns das ohne Radio hört. Also nun mal raus damit. Was hat der Alte Ihnen denn verkündet? Ich habe nicht alles verstanden, aber es ist durchgesickert und die Zeitung bringt es schon. Aha, das habe ich gewusst. Jetzt pfeifen es die Spatzen von den Dächern. Jede Information. Der Kongress, das Verteidigungsministerium, aber vor allem General Fogarty. Der ist außer Rand und Band. Hat er die letzte Meldung nicht erhalten? Nicht eine Silbe. Wir fangen nur von denen etwas auf, weil ihr Senderstärke ist. Da könnte man einfach aus der Haut fahren. Ich sehe meinen Chefredakteur wie einen Irren durchs Büro laufen. Schreien, Lampen zertrampeln, Fenster einschmeißen. Der wird sich noch erschießen, der Mann. Augenblick, Pat. Lass dich mal angucken, ob du auch schön genug bist. Du willst da einen guten Eindruck bei Du willst machen, wohl unbedingt eine Strafwache, Nein, nein. Nicht unbedingt. Ach, Captain. Ja, Sergeant? Könnte ich Sie mal allein sprechen? Ja. Was gibt's? Ich wollte Sie nicht belästigen, Captain. Es ist wegen Leutnant McPherson, der da drin das Ding im Eisblock bewacht. Ist er nervös? Er wird es Ihnen gegenüber nicht zugeben, aber er grault sich. Ich habe ihn stöhnen hören, als wenn er Alpdrücken hätte. Ist das wahr? Denn das Eis ist jetzt klar. Man kann das Ding ziemlich gut erkennen. Es hat schreckliche Hände und keine Haare. Und die Augen sind weit offen, als könnten sie sehen. Bob, Sie werden doch nicht... Oh, ich kann nur sagen, mich hat's auch geschmissen, als ich eben da drin war. Übrigens ist es da furchtbar kalt. Ich habe dem Leutnant eine Heizdecke gebracht. Gut. Darf ich dazu noch was sagen? Na klar. Wäre es hier nicht angebracht, die Wache alle 2 Stunden abzulösen? Es reicht, Bob. Sagen Sie, Barnes, er hat die Wache um 22 Uhr. Dann lösen Sie ab um 24 Uhr und ich um 2. So ist es besser. Beruhigt? Ja. Danke sehr. Ich muss Sie was fragen. Bitte. Pat, was geht hier eigentlich vor? Ich komme mit Ihren Professoren nicht unter einen Hut, Nicky.
Schließlich trage ich die Verantwortung für das Ding im Eis. Ja, aber das meine ich nicht. Was hat dieser Popanz im Eis nun wirklich zu bedeuten? Das weiß ich nicht. Glauben Sie tatsächlich, dass jetzt Besucher von anderen Planeten zu uns auf die Erde kommen, Pat? So wie es in den Magazinen steht? Das ist doch Quatsch. Habe ich auch geglaubt, bis heute. Das sag ich auch jetzt noch. Aber was wissen wir denn? Warten wir bis morgen, dann sind wir klüger. Na, hoffentlich. Sie hatten völlig recht, so vorzugehen, Pat. Ich hätte nichts damit zu tun. Trotzdem bin ich froh, dass ich hier bin. Das bin ich auch, Pat. Sie sind viel netter, wenn Sie nicht verrückt spielen. Klingt ja vielversprechend. Wie ist das? Wir wollten doch neu beginnen. Einverstanden. Aber heute Abend werde ich einen Whisky ausgeben. Sie haben es verdient. Wenn Sie einen vertragen. Sie können mir ja die Hände festbinden. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. So, meinen Sie? Sie haben es doch vorgeschlagen. Gut, ich besorge einen Strick. Wollen Sie noch ein Schlückchen, Pat? Jetzt könnten Sie mich doch losbinden. Ich weiß nicht. Was haben Sie denn? So seid ihr. Wenn ein Mann mit euch ausgeht oder euch küssen will, ist er ein Casanova. Was heißt hoch? Sie haben mich ja nicht mal geküsst, Pat. Das weiß ich. Das wissen Sie so genau. Erzählen Sie das bloß nicht noch rum. Nein, nein, Sie haben mich wirklich nicht geküsst. Aber was wollten Sie eigentlich sagen? Ich? Ja, zum Thema Casanova. Ja, und wenn derselbe Mann lebenslänglich mit euch ausgeht, inklusive Whisky natürlich... Dann ist er kein Casanova mehr. Eine feine Philosophie. Soll ich Ihnen wirklich schon die Hände losbinden, wo es jetzt gerade so gemütlich zwischen uns wird? Oh, ich finde es nett, dass wir wieder von vorne anfangen wollen. Sehr nett. Und das auch. Darf man einen Wehrlosen überfallen? Ja, nur. Sonst sind Sie mir zu gefährlich. Kommen Sie her. Ja, so schön. So sitzen Sie wie ein gebildeter Mensch da, anstatt rumzukrabbeln wie ein Maikäfer. Haben Sie Feuer? Wenn Sie nicht angebunden wären, würde ich Ihnen kaum sagen, dass ich Sie gern habe. Sehen Sie, Pat, das Dumme ist, dass Sie nichts, aber auch gar nichts von Frauen verstehen. Frauen haben es gern. Seit wann sind Sie denn schon los? Die ganze Zeit. Es war ein sehr netter Abend. Gute Nacht, Fräulein Nicholson. Pat, wenn Sie jetzt so von mir weggehen, dann... Ich würde gern noch bleiben, aber meine Zeit ist leider um. Gute Nacht, Nicky. Also dann, bis morgen früh. Die offenen Augen sind unheimlich. Man denkt der... Ach, Pat, Barnes löst mich ab. Ich bin froh, dass ich den Kerl nicht mehr zu sehen brauche. Alles klar? Ja, Captain, ich habe einen elektrischen Kocher und genügend Kaffee. Bob löst dich um Mitternacht ab. Gut. Keine Angst. Nein, nein. Was hier, Korporal? Dr. Chapman, wo ist der Captain? Ich muss ihm was sagen. Ich muss ihm was sagen. Das Ding lebt. Es ist nicht tot. Es stand plötzlich da und kam auf mich zu und... Captain Henry, das Ding da drin lebt und ist raus aus dem Eis. Da habe ich nach ihm geschossen, aber das tat ihm nichts. Es kam weiter auf mich zu und hat geheult wie ein wildes Tier. Es war grauenvoll. Diese Hände und diese unheimlichen Augen. Captain, Sie müssen unbedingt sofort... Sofort die Pistolen her. Also wie war das, Barnes? Ich weiß es nicht. Das Ding ist plötzlich aus dem Eis heraus und kommt langsam auf mich zu. Ich schieße und treffe auch... Aber es tut ihm nichts. Da bin ich weg. Ruhig. Hier, Captain. Achten Sie auf ihn.